Hallo Leute, und jetzt bin ich in Köln heute bei Solution Space und ich zeige euch mal einen hammerharten Ausblick von hier. Und neben mir ist die Stefanie. Hi. Stefanie, grüß dich. Erklär uns mal, was Solution Space so alles macht und beziehungsweise auch, wo man sich dann alles melden sollte. Ja, also der Solution Space ist das Innovationshaus direkt hier, wie ihr sehen könnt, am Kölner Dom. Das ist der Hammer, also wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich hier noch arbeiten könnte. Ich würde jeden Stein hier auswendig kennen. Aber und auf der einen Seite vermieten wir Büros für Unternehmen, für Startups, für Gründer, für Freelancer, haben dann aber auch noch Workshop-Seminarräume, unser FabLab, Coworking-Bereiche und natürlich das Herzstück, unser Café. Genau, das war auch gerade lecker. Sehr gut. Und wie sehen denn diese Preise aus? Wo kann man sich dann, mit was kann man sich dann im Monat so beteiligen? Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was man sucht. Also wenn man ein Büro sucht, dann haben wir drei Kategorien von Büros, S, M und L. Ja. Die fangen schon bei 410 Euro an und das wirklich alles drin, also ein rundum sorglos Paket. Bei den Coworking-Tickets ist man natürlich viel flexibler. Dort kann man schon ab einem halben Tag anfangen, bis zu einem ganzen Monat. Und der halbe Tag beginnt bei uns bei 8 Euro. 8 Euro, ja. Kann man nichts sagen. Nee. Geht man zu Starbucks, trinkt zwei Kaffees, ist auch 8. Genau, so sieht's aus. Aber auf der anderen Seite ist da auch eine Verpflichtung, was weiß ich, Vertragslaufzeit oder sowas ähnliches. Bei den Coworking-Tickets haben wir keine Vertragslaufzeiten. Da war es uns auch wichtig, wirklich eine Flexibilität anzubieten. Also keine Mindestlaufzeit, keine irgendwelche Abos, die man abschließen muss, nichts. Man kommt hier hin, setzt sich hin, legt los. Habt ihr ein paar Wünsche, integrationstechnisch? Also was wünscht ihr euch von den Startups oder schon gegründeten Firmen, sage ich jetzt mal, Unternehmen? Dass sie wachsen natürlich. Ja, klar. Netzwerken ist auch noch mein Thema. Können die Unternehmer auch dann auch von eurem Netzwerk profitieren? Auf jeden Fall. Wir fragen die Leute, die in Space auch kommen, an was sie arbeiten, welche Themen sie interessieren, bei welchen Themen sie Hilfe brauchen. Und dementsprechend machen wir hier vor Ort auch ein Matchmaking. Super, ich danke. Sehr Stefanie. Gerne. Und wir werden das alles verfolgen. Ich mache auch mal ein Selfie vom Hintergrund aus und verfolgt euch mal, geht mal auf die Facebook-Seite, auf dem www.solutionspace.de. Richtig, und da könnt ihr auch noch ein paar Informationen bekommen. Euer Hakan, wir sehen uns gleich nochmal. Tschüss.